Hallo und herzlich willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. Und im heutigen Beitrag geht es um Mintos Invest and Access. Das neue Produkt, was auf der Peer-to-Peer-Conference 2019 vorgestellt wurde. Und in diesem Beitrag möchte ich dir einmal ganz kurz erklären, wie einfach das Produkt ist, was die grundlegenden Funktionen sind, was es für Vor- und Nachteile hat. Und ich möchte einen ganz kurzen Vergleich zu Bondora Go and Grow ziehen, mit dem es ja sehr, sehr oft verglichen wird und ob es überhaupt vergleichbar ist. Und am Ende habe ich noch was ziemlich Cooles für dich. Und zwar war ich ja vor einer Woche noch in Riga bei Mintos und ich habe mit verschiedenen Mitarbeitern über Mintos Invest and Access gesprochen und so ein bisschen die Stimmung dazu eingefangen und sie gefragt, hey, wie investiert ihr denn? Nutzt ihr den Auto-Invest weiter oder stellt ihr um? Und das habe ich euch am Ende eingeblendet. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere einfach den Kanal und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Beitrag. Aber springen wir mal direkt rein. Wie gesagt, Invest and Access wurde auf der Peer-to-Peer-Konferenz durch Martins Schulte vorgestellt und kurz danach dachte man ein bisschen im Internet, dass der heilige Gral der Peer-to-Peer-Blogger gefunden wurde, denn in Windeseile entstanden überall in Europa Artikel dazu. Und teilweise wurden sogar schon Artikel direkt nach oder während der Präsentation in Riga online gestellt. Wahnsinn! Ja, was das angeht, muss ich sagen, habe ich es echt verkackt. Aber natürlich muss man sich auch fragen, wie viel Sinn es macht, ohne irgendwelche Erfahrungen solche Artikel direkt online zu nehmen. Nur die wenigsten waren zu diesem Zeitpunkt auch direkt investiert oder hatten irgendeine Ahnung, wie das ganze Ding überhaupt funktioniert. Da es auf meinem Blog immer um meine eigenen Peer-to-Peer-Kreditanlagen geht, wollte ich selbst erstmal in das Produkt investieren und es vielleicht mal ein paar Tage laufen lassen, um zu verstehen, was da so vor sich geht. Ja, außerdem war ich passenderweise im Rahmen meines Peer-to-Peer-Lifestyles zum Launch von Mintos Invest and Access in Riga und konnte es live miterleben. Zwar bin ich noch immer bei der Aufbereitung meiner Erfahrung dort, jedoch habe ich schon hier einige Meinungen der Mitarbeiter von Mintos eingebaut, die du am Ende des Beitrags findest. Es war schon ziemlich cool, quasi live dabei zu sein und ich war gerade mit Martins unterwegs in Jerewan, um dort VARX.im zu besuchen, einen der Darlehensanbahner der Plattform. Ich sah aber, wie er quasi bei jeder Möglichkeit sein Handy checkte, um zu schauen, was daheim so abgeht und wie die Anmeldungen für Invest and Access so laufen. Aus Gesprächen konnte ich entnehmen, dass er mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden war. Und auch in den Tagen nach unserer Rückkehr bekam ich viele Unterhaltungen dazu mit. Auf jeden Fall war das eine spannende Situation für alle, das merkte man doch ziemlich deutlich. Nun schauen wir mal auf das Produkt, doch bevor wir mit den grundlegenden Funktionen starten, schauen wir uns einmal an, wo es sich im Mintos-Universum einsortiert. Eigentlich haben wir nicht wie von Mintos dargestellt diese drei Produkte, sondern sogar vier Produkte, denn wir haben auch noch die vorgefertigten Strategien von Mintos, also die, das manuell investieren, Auto-Invest und jetzt Invest and Access. Die Tatsache, dass die automatischen oder vorgefertigten Strategien nicht offiziell mehr aufgeführt werden, zeigt möglicherweise, dass diese nicht mehr allzu lange existieren. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber es macht durchaus Sinn. Und grob gesagt ist Mintos Invest and Access eine Vereinfachung auf Mintos. Wer wie ich schon seit Anbeginn dort Investor ist, der weiß, dass der Mintos Auto Invest mit der Zeit immer komplizierter geworden ist. Waren es zu Anfang noch ein paar Darlehensanbahner, die du zu verwalten hattest, sind es Stand heute über 60. Zusätzlich gibt es noch unzählige Einstellmöglichkeiten. Gerade Anfänger fühlen sich davon total überfordert und fangen gar nicht erst an, ein Portfolio aufzubauen. Das ist auch der Grund, warum ein Produkt wie zum Beispiel Bondora Go and Grow trotz niedriger Rendite so erfolgreich ist. Ein Klick und ab geht's. Mintos Invest and Access ist so ähnlich, aber nicht gleichzusetzen mit Bondora Go and Grow, was wir im Verlauf des Beitrags noch sehen werden. Aber auch Mintos wirbt mit einer täglichen Verfügbarkeit des Geldes. Gleich kommt einem wieder das böse Wort Tagesgeld in den Sinn. Aber wie auch schon bei Bondora Go and Grow, ist es auch hier keinesfalls ein Tagesgeld. Im Falle von Mintos Invest and Access übernimmt also die lettische Peer-to-Peer-Plattform die komplette Kontrolle über dein Investment. Sie stellen dir ein diversifiziertes Portfolio zusammen, welches am Ende erfolgreich sein soll. Für alle Investoren, die vielleicht keine Lust auf eine tiefgreifende Konfiguration haben,
scheint das eine gute Option zu sein. Und da auch ich eher der passive Investor bin, habe ich noch einmal 5.000 Euro eingezahlt und geschaut, was passiert. Dazu später mehr. Kommen wir erstmal zu den Besonderheiten deines Mintos Invest and Access Portfolios. Mit Mintos Invest and Access ist dein Geld nämlich nur fast täglich verfügbar. Zahlst du dein Geld aus, werden deine Peer-to-Peer-Kredite automatisiert an andere Investoren verkauft. Diese müssen natürlich auch da sein. Zudem musst du bei Krediten, die überfällig sind, erst abwarten, bis diese in die Rückkaufgarantie laufen, was meistens nach 60 Tagen der Fall ist. Sagen wir also, dass ca. 80% deines Portfolios im Normalfall direkt verfügbar sind. Das Schöne daran ist, dass du keine Kappung der Rendite hast, sondern dass du die Marktrendite bekommst. Wie du in meinem Konto zum Beispiel sehen kannst, ist diese aktuell sogar höher als bei meinem Autoinvestment. Sagt das etwa was über meine Konfigurationsfähigkeiten aus? Ich hoffe mal nicht, aber ganz ehrlich, zu Anfang habe ich mir da auch noch relativ wenig Gedanken zugemacht. Und auch heute ist mir meine Zeit wesentlich wichtiger als 0,5 oder 1% Rendite. Es gibt aber auch noch weitere Kleinigkeiten, welche die Kredite von Mintos Invest and Access vom normalen Autoinvest abheben. Beispielsweise werden nur Darlehensanbahner genutzt, die schon länger als 6 Monate auf Mintos tätig sind. Und das neue Produkt von Mintos wird bevorzugt behandelt. Kommen also 100 Euro aus deinem normalen Autoinvest ins Portfolio zurück und du hast Invest and Access aktiviert, wandern diese dort hinein. Natürlich nur, sofern Angebot da ist und auch sinnvoll diversifiziert werden kann. Beispielsweise wurden von meinen 5.000 eingezahlten Euros anfangs nur knapp 2.100 in Invest and Access investiert. Vermutlich, weil nicht direkt die richtige Portfolio-Diversifikation hergestellt werden konnte. Nach einigen Tagen hat sich das jedoch schnell verändert. Zur Komplettierung der Grundlagen gibt es übrigens bei YouTube auch nochmal die Präsentation von Martins Schulte auf der Peer-to-Peer-Konferenz. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal kurz reinzuschauen. Buying also the way how you can access the money. How it's going to work, it's actually super easy. It's a few clicks, you get in easy, you just set up how much you want to invest in Invest and Access. It's invest across the whole platform. Ja, ziemlich interessant. Und das Coole ist, bei der Präsentation geht es auch jetzt nicht nur um Invest and Access, sondern auch noch ein bisschen um Fintech und Mintos selbst. Als nächstes kommen wir mal zu Mintos Invest and Access versus Bondora Go and Grow. Um klar sehen zu können, wie sich die beiden Produkte voneinander unterscheiden, schauen wir uns doch einmal die hauptsächlichen Kriterien an und verteilen ein paar Punkte, wie in einem richtigen Match. Kommen wir als erstes zur Verfügbarkeit deines Geldes. Während bei Mintos Geld für überfällige Kredite zurückgehalten wird, ist bei Bondora das gesamte Geld direkt verfügbar. Zudem muss es bei Mintos einen Käufer für deine Peer-to-Peer-Kredite geben. Aber auch Bondora kann deine Zahlung jederzeit verweigern. Dennoch würde ich sagen, 1-0 für Estland. Die Kosten der Auszahlung. Bondora erhebt 1 Euro pro Abhebung. Bei Mintos ist und bleibt wie gehabt alles kostenlos. Damit haben wir einen Gleichstand 1-1. Und der nächste wichtige Punkt, die Zinsen. Bei Bondora sind die Zinsen gekappt bei 6,75%. Bei Mintos dagegen gibt es kein Limit und aktuell liegen die Zinsen bei um die 12%. Mintos geht damit in Führung mit 2-1. Ja, dann kommen wir zum lieben Thema Transparenz und hier muss Bondora ganz klar den nächsten Treffer hinnehmen. Während man dort nämlich wirklich nichts sieht, kannst du bei Mintos deine Kredite ganz normal in deiner Übersicht nachvollziehen. Und das ist relativ einfach, nämlich wenn du in deine Investitionen gehst, hast du auf der linken Seite den Auswahlreiter Autoinvest manuelle Investitionen. Das Ding kannst du aufmachen und dann kannst du einfach Invest and Access anwählen und er wird dir ja hier alles schön raussuchen, was Invest and Access investiert hat. Ein Punkt, der mir bei Bondora Go and Grow aber noch deutlich besser gefällt, ist das Hinzufügen von unterschiedlichen Portfolios. Du kannst, soweit ich weiß, 3 verschiedene Portfolios bei Bondora Go and Grow anlegen. Und das schätze ich sehr, zum Beispiel für meinen Sohn, weil der es total geil findet. Ich habe es schon mal öfter erzählt, wie sein Geld halt täglich wächst. Und so kann ich halt sein Konto von meinem komplett separieren. Und Stand jetzt kann ich das bei Mintos Invest and Access leider nicht. Das ist für mich also der Anschlusstreffer zum 2-3, wenn man so will. Dann der nächste Punkt.
Diversifikation. Hier zeigt sich die klare Stärke von Mintos. Mit über 60 Darlehensanbahnern bist du auf der ganzen Welt gestreut. Bei Bondora lediglich in Estland, Finnland und Spanien. Damit steht es 4:2 für Mintos und damit ziehen sie etwas davon. Beachte jedoch bei den aktuell 60 Darlehensanbahnern, dass nicht jeder mit einbezogen wird wegen der 6-Monats-Grenze, die ich eben erwähnt habe. Dann Thema Rückkaufgarantie. Ups, das hat Bondora ja gar nicht. Der nächste Treffer für Mintos zum 5:2. Kommen wir als nächstes zum garantierten Zins und tatsächlich den hat Bondora. Die 6,75% von Bondora werden aktuell im Normalfall garantiert. Natürlich kann sich das jederzeit ändern. Mintos garantierte dagegen nur den Rückkauf der Kredite über die Darlehensanbahner. Aber ansonsten richtet sich alles am Marktzins aus. Damit 3:5. Und dann haben wir noch das Thema Versteuerung. Bei Mintos fließen direkt Zinsen auf dein Konto. Bei Bondora werden diese erst bei Verkauf ausgezahlt. Das führt zu einem Steuervorteil, wie ich im Bondora Go & Grow Artikel ein bisschen näher erläutert habe. Beachte jedoch wie immer, ich bin kein Steuerberater. Dennoch der Anschlusstreffer 4:5. Ja, am Ende ist es, finde ich, gar nicht so eindeutig. Und man sieht schon ein bisschen, dass auch beide Produkte nur sehr bedingt vergleichbar sind. Dennoch hat Mintos Invest & Access hier knapp die Nase vorn in meinen Augen. Aber natürlich liegt es an dir, wie du die verschiedenen Punkte für dich gewichtest. Und ja, mit Sicherheit habe ich auch irgendwas vergessen. Aber nun kommen wir mal dazu, wie Mintos Invest & Access eigentlich funktioniert. Und diese Anleitung wird relativ kurz ausfallen. Wenn du noch nicht für das Produkt registriert bist, musst du das einmalig machen, indem du auf Investieren und dann Mintos Invest & Access gehst. Dann wirst du ungefähr eine solche Seite angezeigt bekommen, wo du dein Portfolio erstellen kannst und einen Betrag eingeben musst, der mindestens 500 Euro beträgt und maximal 100.000 Euro betragen darf. Hast du das einmal festgelegt, kommst du auf die ganz normale Invest & Access Dashboard-Seite. Und auf der Dashboard-Seite oder im Dashboard siehst du dann, was bisher insgesamt investiert wurde und dein Portfolio-Ziel. Und jetzt beachte bitte, dass alles, was aus deinem normalen Portfolio zurückkommt, vorzugsweise in Invest & Access investiert wird, bis das Portfolio-Ziel erreicht ist. Unter deinem Portfolio-Dashboard findest du dann noch die Details. Das zeigt dir dann an den durchschnittlichen Zinssatz, die Laufzeit deiner Kredite und wie viele davon gerade aktuell sind oder im Verzug inklusive Schonfrist. Dazu kannst du dir dann nochmal alle Kreditunternehmen, in die du gerade investiert bist, im Detail anschauen und ja, wie viel Geld da rein investiert wurde. Ja, das war tatsächlich schon die gesamte Anleitung von Mintos Invest & Access. Darunter siehst du nochmal eine kleine FAQ, wo die wichtigsten Fragen beantwortet werden. Und dann kann es auch schon losgehen. Wenn du nach deinem Test merkst, wenn du es testen möchtest, dass das nichts für dich ist, dann setzt du einfach das Portfolio-Ziel auf 0 Euro und damit ist dein Investment auch beendet. Natürlich wollen wir nicht nur den Vergleich zu Bondora Go & Grow ziehen, sondern ich möchte dir auch einmal kurz gesammelt darstellen, welche Vor- und Nachteile ich an dem Produkt sehe. Und wir fangen wie immer mit den Nachteilen an. Da haben wir erstens, dass eine Bevorzugung vor dem normalen Autoinvest stattfindet. Bestimmte Kredite verschwinden also aus dem Zugriff normaler Investoren. Zweitens, wenn du hier investieren möchtest, hast du keinen Einfluss mehr auf die Auswahl der Kreditgeber und der Peer-to-Peer-Kredite. Drittens, eine Auszahlung ist nur dann möglich, wenn ein anderer Investor deine Kredite übernimmt. Kredite in Zahlungsverzug können gar nicht verkauft werden. Und viertens, für alle High-Volume-Investoren, es gibt aktuell eine Begrenzung von, wie ich eben schon erzählt habe, 100.000 Euro pro Investor. Und fünftens, erst ab 500 Euro wird eine richtige Diversifikation hergestellt. Mit 10 Euro brauchst du hier also nicht anfangen. Und sechstens, es sind keine Mehrfachkonten möglich, wie ich eben erzählt habe. Und das finde ich gerade für Kinder total wichtig, wenn man sie mit investieren lassen möchte. Aber kommen wir mal zu den Vorteilen. Erstens, fast dein gesamtes Geld ist im Normalfall direkt verfügbar, wenn du es brauchst. Zweitens, für die Ausprägung von Invest & Access ist der Zinssatz wirklich enorm. Drittens, durch die Kleinteiligkeit der Invest & Access Investments hast du quasi nie mehr Geld rumliegen. Zwar musst du mit 500 Euro anfangen, jedoch
kann in die Kredite mit weitaus weniger Geld investiert werden, auch im Cent-Bereich. Viertens, du bist nur in Kredite mit der Rückkaufgarantie investiert. Und fünftens, unsere Freunde aus Lettland sorgen vermutlich für eine bessere Diversifikation, als du es je könntest, wie man auch in meinem Beispiel sieht. Ja, mein vorläufiges Fazit zu Mintos Invest & Access. An meinem Investment siehst du, dass ich die neuen Möglichkeiten auf Mintos ganz geil finde. Und ganz ehrlich, wenn ich meine Rendite vergleiche, frage ich mich schon, warum ich mir die Mühe der Konfiguration gemacht habe. Klar, es ist sicherlich ein bisschen mehr rauszuholen. Wenn du aber treuer Leser meines Blogs bist, dann weißt du, dass ich meine Lebenszeit langfristig ungern für plus 1% Rendite eintausche. Gerade in einem höheren Vermögensbereich macht das irgendwann einfach keinen Sinn mehr. Und auch in unserem Buch sprachen Kolja und ich schon über den sogenannten ROTI, den Return on Time Invested, den sich jeder Investor auf jeden Fall mal zu Gemüte führen sollte. Aber natürlich ist jetzt noch alles ganz neu und wir müssen mal schauen, wie es sich entwickelt. Da ich aber mein Investment auf der Peer-to-Peer-Plattform aufstocken wollte, bot sich ein Engagement in Invest & Access förmlich an. Vielleicht kann ich dann nächstes Jahr Bilanz ziehen und eines der Produkte komplett streichen. Ich persönlich sehe Invest & Access als geniales Produkt für alle diejenigen, die wenig Zeit mit ihren Peer-to-Peer-Krediten verbringen möchten. Aber auch für alle Investoren, die gerne Geld zwischenparken möchten. Denn selbst wenn überfällige Kredite etwas länger brauchen, bis sie zurückkommen, so hast du doch direkt Zugriff auf den Großteil deiner Einlagen. Sicherlich ist es aber am Ende auch eine totale Typenfrage. So, und als nächstes kommt was ganz Besonderes, und zwar, wie anfangs schon erwähnt, habe ich einige Mitarbeiter in den Mintos-Büros nach ihrer Meinung zu Invest & Access befragt und auch, ob sie da rein investieren würden. Und damit schließen wir diesen Artikel ab. Und nachdem du dir die Mitarbeiterstimmen angehört hast, würde ich gerne von dir wissen, wirst du Mintos Invest & Access nutzen? Ja oder nein? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Schreib es auf jeden Fall in die Kommentare unter meinem Blogartikel, unter dem Video oder wo auch immer. Und nun viel Spaß mit den Stimmen der Mitarbeiter und bis zum nächsten Mal. And are you excited about your launch tomorrow from the new product? Yeah, so we already have it in private test. So I already tested it myself as well. Okay. It's super easy and transparent experience, basically just like a few clicks to get the loan, so everything super diversified. I think it's gonna be an exciting product. Okay. Yeah, we will check it tomorrow. Regarding to Access and Invest, or Invest and Access? Invest and Access. Are you satisfied with the results so far? Yeah. It's been only 3 days until we launched. So it feels very much like when we were launching the Mintos, Mintos itself. So we're basically watching how many investors are signing up, how much money is transferred, how much investments are made. Mm-hmm. So now we have also special dashboards, and during the first days, so basically it kind of refreshes every 2 hours, and you're just like looking on your phone and seeing like what's the current status. It's very kind of feeling the same excitement as it was when we launched Mintos. Yeah. So I would say like the first days are good, but obviously for such product we need a bit longer period to see more feedback from investors. Do you switch your portfolio to Invest & Access? I didn't switch because I can call myself power investor. Power user. Yeah. Power user in a way that. I understand how also regular auto invest works, and I have already so much of configurations there, so I think and they are working good for me. So yeah, I just can live with them. Yeah, what is your average interest rate? I think at the moment, there are very good times for investors the moment, so. Something around 14 is for me at the moment. Personally, I switched to Invest & Access, yes. Oh, really? Yeah. Okay. Yeah. That's interesting. Because, as a techie, I thought you are more into this thing and you like it to earn more interest. actually, it just kind of requires a lot more time yes. to fiddle with all those kind of settings, right?
At this point, I'm just going to choose to try Invest in Access because it kind of gives this hassle-free, if you will. I mean, investment. Of course, one could say that one could kind of make a better portfolio by investing manually. That's possible, right? Yeah. But if you don't have such time to kind of fiddle with all those different types of loans and etc., then perhaps Invest in Access is a good choice. Yeah. So I think there's kind of in both kind of sides there's some truths there. So those who want to really to kind of manually kind of choose where they invest and they have time for that and understanding for that, then definitely that's an option. Yeah. So that's why we have in part platform those two kind of ways or multiple ways, not just two, because we have auto invest manual kind of investing and Invest in Access. As I would describe myself as a beginner investor, then I would go for Invest in Access for sure at the moment. Right now I'm using auto invest at the moment, mm-hmm. but I'm thinking of switching to Invest in Access because it's like kind of cool that you can get your money back wherever you want. Yeah, of course, and it's only one click. Yeah. So that's also really nice. I also like really much Invest in Access. I stopped my some auto invests, but those are because I'm a bit lazy. I don't like the moment when because sales team is working very hard and they are like bringing new and new loan originators to our platform, and then each week you need to. You receive an email and then you see, okay, new loan originator joins, you need to go and adjust your auto-invest settings. And I usually forget that. And then mm-hmm. after some time, I say, okay, my auto-invest is not so updated. That's why I put everything there and still have a very great return. And actually, this cash out is working also very good. So yeah, for me, it's Mintus. Yeah, so you developed this product only for you, right? Yeah, also for me, but hopefully for others as well. So I have a couple of autonomous portfolios, but I paused it now at the moment, some of them. So you go to Invest in Access? I made also like Invest in Access, yeah. You're more the lazy investor. Yeah. So I just want to try out. I also worked on the UI part of it a bit. Mm-hmm. So I just wanted to try out how it works and yeah. So yeah. And the reason is because it's easier. Because obviously you can earn a little bit more money maybe if you configure the auto invest by yourself. Yeah, but I'm not that much in configuration yet. So for me, I find it easier. Yeah, it's. Yeah. I just also my friend, a couple of friends of mine. We talked with them last year, and they were also like, "I would join Mintus or some of these platforms if it would just take my money mm-hmm. and give back the profit, so return the profit." So yeah, and this is also like trying it out to just advocate for the product to friends that I finally have. Mm-hmm. Something. For now, I do, but more like for testing purposes. And but it comes from my kind of my investment goals, right? Mm. If I don't feel I will need the money soon enough, yeah. And if I already have the auto invest portfolios working for me with reinvest, yeah. And just didn't switch much of what I have. What do you prefer for your investment? Do you use the Invest in Access or do you still continue with your normal auto invest? Yeah. Not yet, but I was also very kind of slow to adopt auto-invest when it was launched. I thought, I'm just going to kind of stock pick kind of cherry pick everything by myself. And now I just kind of use auto-invest, and I think it's just kind of a matter of time when I, as a late adopter, will switch to Invest in Access.